Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen von Franz Fühmann. Es liest Jackie Schwarz. Mitten in unserem schönen Land, 7 Wälder und 7 Genossenschaftsfelder hinter der Hauptstadt Berlin, liegt die kugelrunde Stadt Käsebrot. Und mitten in der kugelrunden Stadt Käsebrot ist ein großer grüner Platz. Und mitten auf dem großen grünen Platz ist ein buckliger brauner Baum. Und mitten auf dem buckligen braunen Baum ist ein dicker knorriger Ast. Und mitten auf dem dicken knorrigen Ast ist ein breites bleisilbernes Blatt. Und mitten auf dem breiten bleisilbernen Blatt ist ein kuscheliges blaues Nest. Und mitten in dem kuscheligen blauen Nest ist ein feuerrotbäuchiges Vögelein mit einem vollmondgelben Rücken, einem seerosengrünen Schwanz und einem veilchenblauen Köpfchen. Und mitten in dem veilchenblauen Köpfchen stecken über einem zuckerweißen Schnäbelchen 2 winzige purpurne Äugelein. Und wenn die winzigen purpurnen Äugelein sich auftun, dann sehen sie gerade in den Schlafsaal des Kinderwochenheims der kugelrunden Stadt Käsebrot. Die Kinder dort lieben das Vögelchen sehr. Und weil sie alle gute, fröhliche Kinder sind, dürfen sie das Vögelchen auch betreuen und behüten. Denn das Vögelchen ist sehr kostbar. Es gibt nur noch ein einziges dieser Art auf der Welt. Von weit her kommen die Menschen, um dieses Vögelchen zu sehen und seinem Gesang zu lauschen. Sie melden sich vorher beim Pionier vom Dienst und der führt dann die Besucher hinaus auf den großen grünen Platz und sagt ihnen, bitte ganz leise, nicht zu nah an den Baum heran, nicht rufen, lachen, mit den Füßen stampfen oder Gesichterfratzen schneiden, dass unser wunderbuntes Vögelchen nicht erschrickt. So war es alle Tage gewesen. Aber eines Oktobermorgens, als die Kinder aufwachten, da merkten sie, dass ihnen etwas fehlte. Was war es nur? Schließlich rief Sonja, Kinder, unser Vögelchen singt ja gar nicht mehr sein Morgenlied. Vielleicht schläft es noch, sagte Lutz und regelte sich dabei im Bett. Lutz fiel es immer schwer, morgens aus den Decken zu kriechen. Unser Vögelchen ist doch keine Schlafmütze wie du, sagte Bärbel. Die Kinder lachten. Du kriegst gleich einen Schwinger vor die Nase, sagte Lutz und sprang im Bett auf beide Beine, dass das Bettgestell krachte. Sonja sah zum Fenster hinaus. Wir wollen uns schnell anziehen, Kinder, und dann nachschauen gehen, schlug sie vor. Im Nu waren die Kinder in ihren Hemdchen und Röckchen und Höschen und Söckchen und dann stürmten sie hinaus auf den großen grünen Platz. Erschrocken blieben sie beim buckligen braunen Baum stehen. Das kuschelige Nest auf dem breiten bleisilbernen Blatt war leer. Die Kinder stürzten ins Heim zurück. Noch während des Laufens schrien sie, Frau Rasselbusch, unser Vögelein ist uns davongeflogen. Frau Rasselbusch, die Leiterin des Kinderheimes, kam aus dem Haus und hinter ihr, den Kochlöffel in der Hand, Tante Erna, die Heimköchin. »Unser Vögelchen ist fortgeflogen«, klagten die Kinder. »Das kann nicht sein«, sagte Frau Rasselbusch. »Unser Vögelchen hat uns viel zu lieb, um einfach davon zu fliegen. Vielleicht hat es sich eben mal versteckt. Wir wollen ein Weilchen warten und ganz ruhig sein.« Alle warteten ein Weilchen und waren so ruhig, dass man die Käfer im Gras spazieren gehen hörte. »Nichts«, flüsterte Bärbel traurig. Sonja fing an zu weinen. »Was machen wir denn jetzt, Frau Rasselbusch?« fragte Lutz. »Es gibt nur eine Möglichkeit. Unser Vöglein ist gestohlen worden«, sagte Frau Rasselbusch. »Gestohlen?« riefen die Kinder empört. »Gestohlen«, wiederholte Frau Rasselbusch. »Ich rufe gleich die Volkspolizei an. Wascht euch indessen und geht dann in den Esssaal frühstücken.« Die Kinder gingen sich waschen und dann gingen sie in den Esssaal. Es gab heiße süße Milch und Kuchenbrötchen mit Butter.
Aber die Kinder hatten keinen Appetit. Traurig dachten sie an das gestohlene Vögelchen. »Ob es wohl schon sein Futter gekriegt hat?«, fragte Sonja. »Wenn ich den Kerl fasse, der das Vögelchen geklaut hat, dann hau ich ihm einen Schwinger vor die Nase, dass er sich dreimal überschlägt«, drohte Lutz und boxte wütend in die Luft. »Du wirst ihn gerade fassen, du Schlafmütze«, sagte Bärbel. »Klar fass ich ihn«, schrie Lutz. Bärbel widersprach. Es hätte fast einen großen Krach gegeben. Doch da hörten die Kinder ein lautes Hupenzeichen. Tatü, 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 tatü. Ununterbrochen gellte die Hupe. Und da schoss auch schon ein Auto heran, das auf dem Dach eine große, ständig blau blitzende, zylinderhutförmige Lampe trug. Das Auto bremste jäh und zwei Volkspolizisten, ein großer und ein kleiner, sprangen heraus. Frau Rasselbusch lief ihnen entgegen. Die Kinder drängten sich am Fenster, um alles genau zu sehen. Die Volkspolizisten traten vorsichtig an den buckligen braunen Baum heran und der Große zog einen Zeichenblock aus der Tasche und begann zu zeichnen. »Warum malt er denn jetzt Männchen, Tante Erna?«, fragte Lutz. »Der malt keine Männchen«, sagte Tante Erna. »Der zeichnet alles ganz genau auf, damit er diesen Ort immer vor Augen hat, wenn er nach dem Dieb forscht.« Währenddessen hatte der kleine Volkspolizist ein weißes Pulver in einer Schale mit Wasser angerührt. Dann hockte er sich hin und bestrich den Boden unmittelbar unter dem dicken, knorrigen Ast des buckligen braunen Baumes mit dieser breiigen Masse. »Was macht der denn da für eine Eierpampe, Tante Erna?«, fragte Bärbel. »Das ist Gipsmasse«, sagte Tante Erna. »Ich will euch das erklären. Wenn jemand in weiche Erde tritt, so gibt das doch Tapsen im Boden. Solche Tapsen nennt man Spuren, Fußspuren. Der böse Mensch, der uns das Vögelchen gestohlen hat, hat auch solche Fußspuren hinterlassen. In diese Spuren wird nun der Gipsbrei gegossen. Gipsbrei trocknet aber an der Luft sehr schnell ein. Und so bekommt man einen Abguss der Spur. Schaut hin«, sagte sie. Die Kinder pressten ihre Nasen am Fenster fast platt. Der kleine Volkspolizist hob jetzt den gehärteten Gipsbrocken aus der Erde. »Nun hat er einen genauen Abdruck von der Fußspur«, sagte Tante Erna. »Und daraus kann man allerlei ablesen. Ob der Dieb zum Beispiel große oder kleine Schuhe mit Porokrebssohle oder glatter oder genagelter Sohle trägt. Das ist alles sehr wichtig, denn daran kann man ihn wiedererkennen.« Während sie so erklärte, langte der große Volkspolizist zum dicken, knorrigen Ast hinauf und nahm vorsichtig etwas Weißes von der Astrinde ab. »Was pflückt er denn da, Tante Erna?«, fragte Sonja. »Das weiß ich auch nicht«, sagte Tante Erna. Doch schon war wieder etwas Neues zu sehen. Die beiden Volkspolizisten gingen, langsam und immer über die Spur gebückt, vom Baum weg zur Straße. Der große Volkspolizist zeigte auf eine bestimmte Stelle am Straßenrand und der kleine Volkspolizist schrieb etwas in sein Notizbuch. Dann machten sie kehrt, gingen zum Heim zurück und betraten den Esssaal. »Guten Morgen, Kinder«, sagten die Volkspolizisten und grüßten. »Guten Morgen«, riefen die Kinder zurück. Dann schwieg alles in größter Spannung. »Ich bin Hauptwachtmeister Wiesel«, sagte der große Volkspolizist, »und hier mein Kamerad Hauptwachtmeister Löffelholz.« »Wir müssen euch sagen, Kinder, dass der Fall leider sehr ernst ist. Euer wunderbuntes Vögelchen ist gestohlen worden. Wollt ihr mithelfen, den bösen Dieb zu finden?« »Ja, ja, ja«, riefen die Kinder begeistert. »Wir wissen natürlich noch nicht, wer es gewesen ist«, fuhr Hauptwachtmeister Löffelholz fort. »Wir müssen das erst ausknobeln. Ein paar Anhaltspunkte haben wir schon.« Er hob die Gipsstücke hoch und sagte: »Der Dieb hat eine deutliche Fußspur hinterlassen.
Als er nach dem Vögelchen griff, hatte er sich auf die Zehen stellen müssen. Seht her, die Stelle, wo die Zehen sind, ist tiefer eingedrückt als die Ferse. Nun liegt das Nest aber nicht sehr hoch. Daraus können wir schließen, dass der Dieb ein ziemlich kleiner Mann gewesen sein muss. »Könnte es nicht ein Kind gewesen sein?«, fragte Bärbel. »Du denkst aber gut«, sagte Hauptwachtmeister Wiesel. »Doch zeig einmal dein Füßchen.« Bärbel hob ihren linken Fuß hoch und Hauptwachtmeister Wiesel hielt die Gipsspur gegen ihre Sohle. Die Gipsspur war um vieles größer. »Sieh«, sagte Hauptwachtmeister Wiesel, »die Fußspur sagt uns, dass der Dieb große Schuhe anhatte. Also hat er auch große Füße. Solche großen Füße aber kann kein Kind haben.« »Noch etwas Wichtiges, sagt uns die Fußspur«, erklärte Hauptwachtmeister Löffelholz und wies auf eine dicke Stelle an der Sohle. »Seht«, sagte er, »diese dicke Stelle hier erzählt uns, dass der Dieb einen derben Flicken an der Sohle hat.« Hauptwachtmeister Wiesel hob dann einige weiße Fäden hoch. »Und das«, sagte er, »sind weiße Baumwollfäden. Sie hingen am Baumstamm gerade an der Stelle, wo der Dieb sich heraufgereckt hatte. Könnt ihr daraus etwas ablesen?« Die Kinder dachten nach. Dann riefen gleich zwei auf einmal, »Der Dieb hat einen weißen Anorak angehabt.« »Oder eine weiße Jacke«, fügte Tante Erna hinzu. »Bravo«, lobte Hauptwachtmeister Löffelholz. »Ihr seid ja wirklich tüchtige Detektive.« Dann legte er die Stirn in Falten und sagte, »Aber trotzdem muss ich euch ausschimpfen, Kinder. Ihr habt einen Fehler gemacht. Ihr hättet nicht zum Baum hinlaufen dürfen, denn ihr hättet dadurch mit euren Füßchen alle Spuren, die der Dieb hinterlassen hat, zertrampeln können. Das dürft ihr nicht wieder tun.« Die Kinder senkten die Köpfe. »Nun wisst ihr ja Bescheid«, tröstete sie Hauptwachtmeister Wiesel, »schwamm drüber. Außerdem ist es ja noch mal gut gegangen. Wir konnten aus den Spuren sehen, dass der Dieb von der Straße herkam, zum Baum ging, das Vögelchen stahl und wieder zurück zur Straße ging. Dort im Straßenstaub haben wir Reifenspuren von einem LKW gefunden. Ja, das ist alles, was wir bisher wissen. Nun denkt einmal nach. Habt ihr in den letzten Tagen irgendetwas Verdächtiges gesehen?« Die Kinder dachten nach. Sie erzählten dies und erzählten das, aber einen kleinen Mann mit großen Schuhen und einem weißen Pullover hatte keines gesehen. »Was sollen wir denn nun machen, Onkel Volkspolizei?« fragte Sonja fast verzweifelt. »Wie sollen wir denn jemals herauskriegen, wer der Dieb war und wo er das Vögelchen hingeschleppt hat?« »Durch Nachdenken, Kinder«, sagte Hauptwachtmeister Löffelholz. »Wir wollen erst mal rausknobeln, warum der Dieb das Vögelchen gestohlen hat. Man nennt das den Grund der bösen Tat suchen. Vielleicht wollte er es immer singen.